Hallöchen und willkommen zurück bei Arkley Island. Ich bin mit Wide unterwegs. Hallo. Wir können Püpte-Sattel bauen. Wollen mal gucken, dass wir uns einen Püpte auftreiben können. Der ist 12. Den wollen wir nicht. Der ist ganz genau 12 Jahre alt. Oh. Den erschossen oder was? Break weggemacht. So, du bist auch mutig hier mit dem Bronto in der Nähe. Wann das ging. Und hier für ein verbranntes Gestrüpp. Ja, auch noch nicht gesehen. Hey, der Bronto hier. 40er, der ist noch ein bisschen. Machen wir mal ein bisschen hier hoch. Weiß nicht, sind wir am Strand oder ist das egal? Eigentlich. Ja, wir können auch in die andere Richtung mal am Strand lang. Mal los. Also ein schicker Strike. Aber jetzt haben wir erstmal zwei. Kommt drauf an, wie schick. Ja, eben. Trike und Trixie, männlich-weiblich, schön Partnerbonus, das geht schon ganz gut ab. Und schon mal ein Rex um die Ecke kommen, den machen wir locker weg. Ja. Da bräuchten wir vielleicht noch ein bisschen bessere Sättel für. Ja. Das ist der Spino, der da auf uns wartet. Bei mir ist schon wieder die Ausdauer alle. Ich sehe auch den Spino kaputt kriegen würden. Du hast gleich noch einer links im Wasser. Ich hätte gern Fernglas. Ja. Da bräuchten wir erstmal ein bisschen Kristall für. Das ist nicht gerade um die Ecke, jetzt komme ich hier nicht durch. Guckt schon so hungrig, der Spino. Ja, ne? Ah, dem. Wenn man uns angreift, greift er uns an, dann machen wir ihn weg. Hoffe ich. Und ich kann es schon mal nach zwei neuen Trikes Ausschau halten. Kommt da? Ne. Oh, hier ist er auch hübsch. Da hinten sehe ich wenigstens mal wieder was flattern. Jo. Schlecht. Ob man da rein kann unter dem Wasserfall? Ausprobieren. Ich gehe mal schnell gucken. Du schwimmst mit dem Trike gleich hin. Ja, sicher. Hier ist nix. Hier kommt ein Kroko. Ah? Oh, das beißt mich. Was ist das? Schön war das weg, frühstücken. Wäre jetzt auch gar nicht schlecht, wenn wir einen Püpte finden würden. Mit Filet geht das natürlich auch gut. Das stimmt. Wenn wir die Spitzhacke in die Hand nehmen. Oh, geht. Ich glaube, ich habe nur eins gekriegt.
Weiß es gleich mal in dein Vieh rein. Jo. Auf dem Weg zum Püpte. Folge dir. Unauffällig. Schnellste Schwimmer ist er ja nicht gerade. Nee. Auch recht mollig. Und da nicht so gut voran. So, jetzt müsste er nochmal runterkommen. Und der jetzt hier zu mir oder was? Dann glaube ich mal gleich hier drüben. Nee, doch nicht. Mal wieder umgedreht, der Sack. Ich höre erstmal weiter keinen. Aber der wird ja schon irgendwann mal landen müssen. Jetzt kommt er. Jetzt. Und das hört sich doch gut an, den nehmen wir doch schon mal. Eine Birne, ne? Ja. Nick da. So, ein Filet könnte ich ihm gönnen. Da hinten war noch ein Kroko. Wollen wir kurz warten, das Kroko noch wegmachen oder was? Moment, lass mal gucken. Auch zwei. Minuten dann wohl kriegt. Ah, dann haue ich das eine ein bisschen Fleisch schon mal rein. Weiß nicht, wo das jetzt hin ist. Dass wir hier so ewig unterwegs sind, ja. Ja. Hast du Narcos dabei? Ich habe welche sonst. Nee. Gut. Ja. Fleisch und brauchst du auch was in den nächsten 4 Minuten? Naja, in 4 Minuten würde er hoffentlich mal was essen. Boah, doch, müsste eigentlich. Ah, ich hab's Koko gefunden. Denk dran, es hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Ja, das beißt ganz schön zu. Echt? Kannst du den nicht vorher wegschießen? Nee. Vorher wegstoßen? 100. Ich habe auch bestimmt ein bisschen Filet raus. Ja, das ist doch gut. Vielleicht lässt du ihn nochmal liegen kurz. 2 Stück habe ich jetzt. Ist aber noch was dran. Aber da kommt schon jetzt frisst ein Piranha auf. Oh, nochmal schnell. Scheiße. Ja. Naja, 2 nochmal. Immer zurückgeschlendert. Vogel, ist das ein Bonus, wo du gerade dran vorbeigeritten bist? Nee, so eine Ente. Manchmal greifen die auch an, da muss man. Mal weg. Ja, manchmal legen die auch schöne goldene Eier. Ach, so ein Hespionis ist das, ne? Hat der 32,6 von einmal fressen gekriegt? Nee, ja, 4 bräuchte er. Ah, okay, dann. Na ja, gut. 4 Filet. 3 und 1 Fleisch wird auch reichen, denke ich. Hoffe ich. Wenn er jetzt schon 32,6 hat. Die ganze Sache auch ein bisschen schneller, das Filet. Ne? Brauche nämlich nur. Mit Filet bräuchte er 10 Minuten, mit Fleisch 25. Okay. Brauchen wir vielleicht nicht mal Narcos.
Was hier noch so rumstratzt. Okay. Ja, schon mal einen ganz guten Überblick hier oben auf der Kuppe. Dann guck mal, was du aus dem Kroko rausgeholt hast. Mal find mal ein bisschen bessere Rüstungsteile. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder Schuhe. 12, immerhin. Hat wohl der Piranha gekriegt. Ah. Hab da nichts bekommen. Kann ja auch mal sein, dass es leer war, aber. Besseren Überhitzungsschutz ein bisschen. Bei dir ist ja erstmal alles Roger, ne? Da hinten sind noch ein paar Püpte, da würde ich jetzt noch mal gucken. Jo. Da noch mal was ganz Spannendes dabei ist. Irgendwas angerannt, hier ist ein Trodon. Hm. Ja, mit dem Dings kriegst du den aber weg, ne? Jo. Andi, das ist ein Oviraptor. So. Ich vertan. Panisch. Panisch vor Trodons. Ja. Vor allen Dingen zu Fuß. Na, zu Fuß ist echt kacke. Ich habe einen Fiomia-Sattel gefunden in dem weißen Braid. Sind aber echt viele von diesen blöden Ichtis. Ja. Nix. So hier 10 Stück in näherer Umgebung. Und mein Lieblingsvögel. Oh, da sind 3 Püpte. Ich nochmal hin, das war jetzt, bin ich zwar ganz schön weit weg. Bin ich da nochmal was. Quasi ganz hinten, wo es ins offene Meer rausgeht. Aha. Dann muss dann auch. Na, 40, das lohnt sich aber auch nicht. Ja. Der 70er hier war 76, 73. 40 und 4, jetzt werde ich aber belohnt hier. 72. Er hat jetzt ungezähmt, hat er 156 Gewicht. Genug. Könnte er dann gerade mal so tragen, aber wird er wohl auch noch ein bisschen was dazu kriegen. Noch ein dritter runter, der ist 64. Oh, der frisst mal was in den nächsten 2 Minuten. Ah ja, gut. Sehr schön. Ist gut gemacht. Hat er wenigstens die Filets alle weggefuttert. Wird noch nicht mehr lange dauern. Ja, den 64er habe ich jetzt mal belegt. Hm? Ja, wie machen wir das denn? Am besten, wenn ich hier den abwarte und dann zu dir komme. Ja, genau. Der Insel, bist du dann auf der gleichen Seite geblieben? Oder bist du dann wieder rüber? Und quasi, ja, hier sind ja mehrere kleine Inseln, also so richtig Seite gibt's hier nicht.
aber mal sehen, dass ich hier noch mal ein bisschen Prime kriege. Prime Meat. Den da jetzt einfach mal liegen lassen. Wenn er weg ist, ist er weg. Ich gehe jetzt, bin jetzt beim Grünen. Ja, den habe ich gesehen. Und esse gerade noch mal ein Kopo hier auf. Gar nicht das Polymer her. Weil er wieder nur zwei Filet gekriegt. Hast du noch ein paar Narcos, die du mir abgeben kannst? Dann schlende ich schnell bei dir vorbei. Jo. Ich hoffe, das wird was. Schnellste ist es ja hier nicht. Aber den grünen mit dem goldenen Ring, den nehme ich nochmal mit. Oh, goldener Ring, das hört sich gut an. Ach. Doch nicht. Ein paar Holzbauteile und ein Ichthyornis-Sattel in Blau. Nicht Ichthyornis. Ichthyosaurus. Ichthyosaurus, ja. Wow. Piranhas hier. Soll ich mal gucken, ob ich dich hier wieder finde? Ja. Müsste aber eigentlich richtig sein hier. Dachte ich. Können wir ein paar ins Track schmeißen? Oh, ist schon fertig. Ja. So. Warte. Na ja, gut, dann komm ich hinter dir her. Ja, du hättest ihn schon mal nach Hause gebracht. Na komm, reite, los. Los. Das ist ganz schön weit, nicht, dass hier irgendwas in die Hose geht. Aber so viel Schlimmes war hier eigentlich gar nicht. Quasi da hinten, wo es ins offene Meer geht. Muss da irgendwo rumliegen. Ein blöder Ichti. Ah! Dillo. War nicht gut für. Halt ich zum Dilo. Oh, der liegt aber hier noch. Ein bisschen vom Sand verweht. Nur noch zur Hälfte raus, aber. Oh, scheiße. Meinem Trike. Markus rausnehmen. Ja. Ja. Hey. Kann fliegen. Fliegst du schon hier rum? Jo. Aber eine Sauerei. Muss es aber auch wahrscheinlich alles in deinen Trike reinpacken, wa? Damit er mit dir abhebt. Nö. Was ist er denn jetzt? 63. Du hast ein Dillo am Arsch hängen. Ja, ich weiß. Ich wollte ihn nur. Aber mit den Vögeln ist jetzt auch leichter, mal nochmal einen guten Vogel zu finden. Ja, mal ein bisschen mehr Radius, ne? Mhm.
die 2 Prime gefressen, mehr hatte ich leider nicht. Da die restlichen 29% noch mit Fleisch machen. Aber für den ersten wird es dann schon erstmal reichen. Können wir gleich nochmal ein bisschen aufleveln. Und dann können wir schon das Nötigste mal abfliegen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wahrscheinlich schon lange. Alles gut? Ja. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne. Ciao, ciao. Tschüss.